Da sitzt der kleine Mann in dem mächtigen Sessel, der viel zu groß für ihn ist, das linke Bein über das rechte geschlagen, so wie Frauen es gern tun und viele Männer auch in unserer Kultur, redet, die Hände geöffnet, der Blick ist gesenkt, die Augen sind Schlitze, er redet mehr zum Boden als zu seinem Gegenüber oder hält einen Monolog, der kleine Mann in dem mächtigen Sessel, der viel zu groß für ihn ist. Ihm gegenüber der Kronprinz Bin Salman. Er füllt den mächtigen Sessel ganz aus mit seiner Kopfbedeckung und einem Gewand an seinem Körper. Mit den blanken Füßen stecken in Sandalen und er hat beide Füße auf dem Boden, die Beine gespreizt, Manspreading, wie es bei uns heißt. Und er schaut den kleinen Mann überlegen, frech, verschmitzt an, mit einem angedeuteten Grinsen im bärtigen Gesicht, als wolle er sagen, was willst du eigentlich, du kleiner Mann, der den Sessel nicht ausfüllen kann, der die Beine übereinander schlägt wie eine Frau und doch viele Männer bei euch. Menschenrechte? Du willst doch was von uns, was ihr nicht habt und so sehr braucht. Und über den beiden, dem kleinen Mann, für den der mächtige Sessel viel zu groß ist, und dem mächtigen Mann, der den mächtigen Sessel ganz ausfüllt, thront an der Wand ein Porträt von König Salman und darauf schaut er ernst und gütig, so wie es Tyrannen gern tun. Und sein Sohn, der Kronprinz, schaut den kleinen Mann überlegen, frech und verschmitzt an, mit einem angedeuteten Grinsen im bärtigen Gesicht. Und hinterher verkündet der kleine Mann, was er alles angesprochen hat, auf Fragen nach Bürger- und Menschenrechten und dem Mord an Jamal Khashoggi, der war vor 4 Jahren, und seitdem war der Umgang miteinander sehr frostig geworden. Aber nun braucht man ganz dringend was, und davon noch mehr. Und da muss man doch auch wieder miteinander reden. Und als es ein gutes Gespräch war, so redet der kleine Mann, der den mächtigen Sessel nicht ausfüllen kann und nur ein Bettler ist, weil er einer sein muss.